Mein Name ist Josephine Mohrhardt. Ich bin von der Stiftung Lesen und betreue dort das Projekt der Leseklubs. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie das Abrechnungsformular für Ihr ehrenamtliches Engagement in den Leseklubs ausfüllen können. Über www.leseklubs.de/service gelangen Sie in das Formular Abrechnung, eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliches Engagement im Leseklub ab 2018. Falls Sie bereits vor 2018 im Rahmen von Kulturmacht Stark Bündnisse für Bildung einen Leseklub hatten und Aufwandsentschädigungen mit der Stiftung Lesen abgerechnet haben, gilt, die dafür verwendeten Formulare sind nicht mehr gültig. Im Formular handelt es sich um eine beschreibbare PDF-Datei. Sie können die beschreibbaren Felder auf Ihrem Computer oder Tablet nicht sehen? Dann schauen Sie doch bitte nach, ob auf Ihrem Computer eine aktuelle Version des Adobe Reader installiert ist. Sie können diesen kostenlos herunterladen. Das PDF-Formular ist so eingestellt, dass Sie es im Adobe Reader ausfüllen, abspeichern, wieder zur Bearbeitung aufrufen und ausdrucken können. Bitte beachten Sie, dass die Stiftung Lesen keine handschriftlich ausgefüllten Abrechnungen bearbeiten kann. Das Ausfüllen am Bildschirm und Speichern der Vorlage, auch für zukünftige Abrechnungen, erleichtert auf allen Seiten die Bearbeitung. Die rot umrandeten Felder im Formular sind Pflichtfelder. Geben Sie zunächst den Ort und den Namen des Leseklub-Standorts ein, zum Beispiel Mainz, Stiftung Lesen. Dann folgt der Name der Leitung der Standorteinrichtung des Leseklubs. Diese kann zum Beispiel auch die Koordinatorin oder der Koordinator Ihres Leseklubs sein. Für dieses Beispiel tragen wir hier die Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen ein, Ülein Sabine. Nun folgt Ihr Name. In unserem Beispiel engagiert Borchers Wolf sich ehrenamtlich in dem Leseklub. Zwecks persönlicher Zuordnung zu einer Adresse fragen wir hier nach Ihrer privaten Anschrift. In diesem Falle Fischergasse 10-12 in 55116 Mainz. Achtung, jetzt folgt die häufigste Fehlerquelle der Abrechnung. Der IBAN hat Ihre Kontonummer ersetzt. Sie finden ihn in der Regel auf der Rückseite Ihrer EC-Karte. Die Länderkennziffer DE haben wir im Formular bereits vorgegeben. Sie müssen nun die 20 Ziffern Ihres IBAN in die 20 dafür vorgesehenen Kästchen eingeben. Wir geben eine fiktive Zahlenkombination ein. Bitte beachten Sie, dass Sie in jedes der 20 vorgesehenen Felder klicken und die entsprechende Ziffer eingeben müssen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Eingabe anschließend, damit Zahlendreher und daraus resultierende Fehlüberweisungen vermieden werden. Ganz wichtig ist, dass es sich um Ihr persönliches Konto handeln muss. Die Stiftung Lesen kann das Geld nämlich nicht an Dritte oder auf ein Konto der Standorteinrichtung Ihres Leseklubs überweisen. Das Geld kann nur direkt an Sie überwiesen werden. Jetzt kommen wir zur Nummerierung Ihrer Abrechnung. Die ersten 4 Ziffernfelder sind für die Leseklubnummer vorgesehen. Wenn Sie sie noch nicht kennen sollten, fragen Sie bitte den Ansprechpartner für Ihren Leseklub oder die Stiftung Lesen. Wir nehmen hier die 4400. Dann vergeben Sie eine Nummer für Ihre Abrechnung. Bitte stimmen Sie sich hierfür mit dem Ansprechpartner für Ihren Leseklub ab. Im Idealfall werden die Abrechnungen der unterschiedlichen Ehrenamtlichen innerhalb eines Jahres aufsteigend nummeriert, zum Beispiel von 1-6. In unserem Beispiel heißt das, auch die Kollegin Frau Dreher engagiert sich ehrenamtlich in dem Leseklub. Und für sie wurde die Abrechnungsnummer 1 vergeben. Daher nimmt Herr Borchers die 2. Dahinter wird das Jahr eingetragen, für 2018 also die 18. Jetzt sind wir schon einmal so weit, dass es Sinn macht, das Formular zur Sicherheit abzuspeichern. Dafür gehen wir auf Speichern unter, suchen uns einen Ordner und speichern es zum Beispiel unter Leseklub-Abrechnung-Blanko-WB. Sofern sich Herrn Borchers Bankverbindung nicht ändert, kann er dann in einem halben Jahr mit dieser schon teilweise ausgefüllten Vorlage die nächste Aufwandsentschädigung abrechnen. Wir speichern es jetzt noch einmal zusätzlich unter anderem Namen, um diese erste Abrechnung für 2018 weiter zu bearbeiten. Wieder auf Speichern unterklicken und diesmal den Namen Leseklub-Abrechnung-WB-01-18 vergeben. Wir tragen nun für das Feld, in dem der Ehrenamtliche später den fertig ausgefüllten Ausdruck unterschreiben muss, schon einmal Ort und Datum ein. Mainz, 1.7.18. Als nächstes geben wir den Abrechnungszeitraum an. Grundsätzlich können die Aufwandsentschädigungen halbjährlich abgerechnet werden. Entweder für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni, also für das erste Kalenderhalbjahr, oder für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember, also für das zweite Kalenderhalbjahr. Bitte beachten Sie, dass andere, zum Beispiel häufigere Abrechnungszeiträume, nicht möglich sind, da für die Stiftung Lesen ansonsten der Bearbeitungsaufwand zu groß werden würde.
In diesem Fall wollen wir ja für das erste Halbjahr 2018 die Aufwandsentschädigung abrechnen. Dafür setzen wir an der entsprechenden Stelle das Kreuz und machen noch die wichtige Angabe, für welches Jahr wir die Aufwandsentschädigung abrechnen. Also zweimal 18 eintragen. Dann sind wir wohl beim wichtigsten Feld. Wie viel Geld rechnen wir mit der Stiftung Lesen ab? Wie Sie sehen, stehen drei Pauschalen zur Auswahl. Für die, die bis 2017 bereits einen über Kulturmacht stark, Bündnisse für Bildung geförderten Leseklub hatten, bedeutet dies, das Verfahren wird einfacher. Denn anstatt einer stundenbasierten Abrechnung kreuzen Sie einfach eine der zur Auswahl stehenden Pauschalen an. Kreuzen wir 200, 300 oder 400 Euro an. Hier kommt die ebenfalls am Computer im PDF-Format beschreibbare Datei Anwesenheitsliste Leseklub ins Spiel. Sie führen über jedes Angebot im Leseklub eine Anwesenheitsliste. Wir sind der Leseklub in Mainz in der Stiftung Lesen. Unsere Leseklub-Gruppe hat die Listennummer 1. Ein Bogen für eine Anwesenheitsliste hat 8 Spalten, das heißt für 8 Treffen. Beim 9. Treffen fangen Sie also die nächste Liste an, die dann die Nummer 2 erhält. Der Einfachheit halber zeigen wir in diesem Video ein am Bildschirm ausgefülltes Muster. Frau Dreher und Herr Borchers haben im Januar und Februar 2018 immer mittwochs gemeinsam eine Gruppe von 7 Kindern betreut. Das heißt, sie haben die Teilnehmerlisten ebenfalls auf einem PC abgelegt und dort nach den Treffen immer die Termine, durchgeführten Aktionen und teilnehmenden Kinder am Bildschirm eingetragen und das Formular dann wieder gespeichert. Eine Anmerkung zu persönlichen Daten. Es ist für die Stiftung Lesen wichtig, die Altersgruppe der Kinder in den Leseklubs zuverlässig einschätzen zu können. Diese Angaben werden auch vom Projektträger des Programms Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung, von den Programmpartnern gefordert. Bitte notieren Sie daher neben den Vor- und möglichst auch den Nachnamen der Kinder das Alter und auch das Geschlecht. Natürlich werden alle Unterlagen vertraulich behandelt. Nun zurück zur Abrechnungsvorlage. Unsere Betreuer haben in einem halben Jahr immer mittwochs für 2 Stunden den Leseklub betreut. Abzüglich Ferienzeiten kommt Herr Borchers in einem halben Jahr auf rund 45 Stunden Betreuung. Diese tragen wir im entsprechenden Feld ein. Zusätzlich darf pro Woche eine Stunde für die Vorbereitungszeit der Aktionen im Leseklub mit abgerechnet werden. Diese Zeit müssen Sie nicht über die Teilnehmerliste nachweisen. Herr Borchers hat den Leseklub im ersten Halbjahr 2018 ungefähr 20 Mal an einem Mittwoch betreut. Da manchmal aber auch spontan mit den Kindern entschieden wurde, mit welchen Medien man sich dann beschäftigt hat, ist nicht immer Vorbereitung nötig gewesen. Und deswegen setzt Herr Borchers 13 Stunden an. Zudem haben sich die Ehrenamtlichen mit dem Ansprechpartner für den Leseklub 2 Mal für eine jeweils einstündige Teamsitzung getroffen. Diese wurde auch in den Anwesenheitslisten mit angegeben. Herr Borchers setzt hierfür also 2 Stunden an und trägt diese in der Abrechnungsvorlage ein. Er hat sich also insgesamt 60 Stunden für den Leseklub engagiert. Nun steht links in der Vorlage, dass die Bemessungsgrundlage für die Abrechnung der Aufwandsentschädigungspauschale 5 Euro pro Stunde sind. 60 mal 5 ergibt 300 Euro. Herr Borchers setzt an der entsprechenden Stelle ein Kreuz. Zudem wird bei Anwesenheitslisten sind beigefügt ein Kreuz gesetzt. Denn Achtung, nur mit den beigefügten Anwesenheitslisten kann die Abrechnung von der Stiftung Lesen bearbeitet werden. Noch eine Anmerkung, die sich aus dem Formular ergibt. Ein Ehrenamtlicher kann mit der Stiftung Lesen maximal 2 Mal pro Jahr eine Aufwandsentschädigung abrechnen, also maximal 2 Mal im Jahr 400 Euro, das heißt 800 Euro insgesamt. Höhere Beträge bzw. Summen pro Person sind nicht möglich. Dabei ist es unser Ziel, dass ein Leseklub von mindestens 2 Personen betreut wird. Jetzt tragen Sie unten noch einmal Ort und Datum ein. Und dann natürlich ganz wichtig, die Datei speichern und ausdrucken. Damit gehen Sie anschließend zu Ihrem Leseklub-Ansprechpartner. Dieser muss unterschreiben und damit die Richtigkeit Ihrer Abrechnung bestätigen. Bei der Gelegenheit sollte die Abrechnung auch mit einem Stempel der Leseklub-Einrichtung versehen werden. Sie schicken die Unterlagen dann per Post und nicht per Mail oder per Fax an die Stiftung Lesen. Dafür müssen Sie lediglich das Abrechnungsformular falten und mit den Anwesenheitslisten in einem Fensterumschlag stecken, zum Beispiel A5. Beide Vorlagen, das heißt die Abrechnung und die Anwesenheitsliste, finden Sie unter www.leseklubs.de/service. Dort liegt zusätzlich eine schriftliche Anleitung bereit. So, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit weiterhelfen und Sie konnten allen Angaben folgen. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Abrechnung.